So, wer steht als nächstes auf meiner Liste? Ja, es ist Waveman. Wunderbar, wir gehen die erste linke Reihe runter. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 5. Ja, Waveman mit seinem komischen Dreizack. Das sieht merkwürdig aus. Ich hasse diese Stage, das sage ich jetzt schon. Wow. Aua. Was soll denn der Mist? Kann man das nicht nächstes Mal sich ankündigen hier? Ja, sicherlich. Aua. Dann kann ich wenigstens durchlatschen. Och ja, klar. Aber ansonsten geht's euch danke, oder was? So. Oh, nö. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, toll. Jetzt werde ich irgendwo rausgeschmissen, wo ich wahrscheinlich sterbe. Das One-Up will ich haben. Kriege ich aber nicht, toll. Ja, sicher. Jetzt kommt mir auch noch so eine komische Schraube entgegen, die mich nicht leben lässt. Geht die auch mal zurück? Ja, wunderbar. Die hauen ja doch irgendwann mal ab, die Teile. Da finde ich ja erst rein. Gut zu wissen, dass ich irgendwann mal hier vorbei darf. Naja, oh oh. Jetzt kommt die Stelle, die ich abgrundtief fasse. Ist in manchen Mega Man-Spielen schon vertreten. Hupsa, hups. Ihr seht, wir müssen jetzt erstmal mit der großen Blase nach oben. Aber glaub mir, ich glaube nicht, dass das die letzte Blase ist. Schitte! Okay, Hauptsache wir sind jetzt erstmal hier oben. Tü-tü-tü. Das bringt mir überhaupt nichts. Das heißt, ich muss erstmal hier hoch. Weil irgendwie war die Reihenfolge, dass wenn ich zu weit nach oben gefahren bin, mit der irgendwann mal Sayonara Tschüss gesagt habe. So, nein! Okay, nicht aufgepasst. Ah, Ravenite, du solltest aufpassen. Aufpassen, heißt es. Man kann sie auch nicht kaputt schießen, wie ihr seht. Ah, ist das schön. Hep. Und springen! Jawohl. Oh nein! Wieder nicht aufgepasst. Mann. Mann, 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 Mann. Sinnlose Wasserspiele sind das hier. Das wäre ein idealer Titel für dieses Spiel. Hui! Hui! Ja, wunderbar. Haben wir das doch schon mal geschafft. Hoffentlich platzt die Blase nicht. Ich will oben hin. Seht ihr, da wären wir nicht wie die Spikes gefallen. Hüps und hüps. Jawohl, wunderbar. Die Stelle haben wir doch erstmal hinter uns gebracht. Und jetzt geht's nach draußen. Ja, super. Was kommt denn hier jetzt? Erstmal Nüppes anscheinend. Das ist doch toll. Oh, ja, das ist eine sehr interessante Stelle in diesem Spiel. Muss man sagen. Man kann nämlich jetzt hier mit Mega Man spazieren fahren. Sozusagen. Und One-Up. Jawohl. Man kann währenddessen aber auch nicht pausieren. Fällt mir gerade auf. Das ist mies. Wow. Sniper Joe hinter mir. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Scheiße, der war zu kurz der Sprung. Und wir haben keine E-Tanks. Super. Fische und Blockaden. Toll. Ich hoffe, ich starte von da. Ja, schön. Kann ich diese tolle Phase wenigstens nochmal machen. Mit ein bisschen mehr Energie. Als diesem bisschen Witzel da. Und hüpf. Wir müssen uns jetzt merken, schnellstmöglich die Gegner kaputt schießen. Und ich mache das ohne Turbo-Button. Turbo-Button sind nämlich überbewertet. Ey, der schießt ja. Ich dachte, der fährt mir nur hinterher. Und der will nur mein Portemonnaie oder so. Aua. Ja, Sieger. Ja, Sieger. Aua. Boah, wann ist diese Stelle endlich vorbei? Ah, Energie. Das war gut. Ah, Fische. Fischis. Nein! Wieder voll drauf. Super. Ah, die Stelle ist vorbei. Nee, doch nicht. Es wird nur dunkel. Oh, nö. Eine Riesenkrake auch noch. Ja, sicher. Ja, sicher. Geht doch wenigstens kaputt. Ah. Okay, egal. Das wird ein Epic Fail. Also diese Stage wird ein Epic Fail. Das sage ich jetzt schon. Oh, ja, ich habe ja noch ein paar Leben. Schön, 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 schön. Das Blöde ist, dass man hier den Schuss nicht aufladen kann. Und man hier irgendwie versuchen muss, geschickt rauszukommen aus dieser ganzen Geschichte. So. Am besten die beste Stelle finden, um die Gegner platt zu schießen. So, jetzt müsste gleich einer von hinten kommen. Aua. Ja, jawohl. Hat doch geklappt. Warum klappt das nicht immer? Noch einer, ey. Du, Pansen. Chimpanse. Nein. Mann, das geht ja schon wieder so kacke los hier. Wow! Ja, sicher, Fischis. Hiya! Auch Leben. Nein, nicht schon wieder. Nein. Hui! Nicht zu viel wollen, aua. Ja, das kommt aber raus, wenn ich zu viel möchte, Leute. Hiya! Jawoll! Das Viech ist weg. Und ich fahr weiter. Ach nö, da geht ja noch weiter. Wow! Ja, sicher! Ja, sicher! Ja, sicher! Gib mir das Energie! Gib mir das Energie! Jawohl! Hui! Aua! Aua! Nein! 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 Nein!
Toll, Leute. Das ist ja zum Mäusemelken hier. Warum kann man nicht wenigstens einen E-Tank dabei verwenden? Das ist ja Mist. Oh, ist das schön. Ich liebe diese Stage. Ach ja, ist das schön. Immer wieder herrlich. Sollte ich es nicht schaffen, diese Stage in diesem Video zu beenden, sage ich euch eins, Leute. Ich werde euch dann an dieser Stelle auch wieder treffen. Das sage ich jetzt schon mal ganz offen und ehrlich aus. Ja! Ja, sicher! Oh, jetzt kriege ich auf einmal die Power-Ups, die ich gerade gebraucht hätte, weißt du? Immer das Gleiche hier, Mann! Immer das Gleiche mit euch. Wow! Ja! Schön ausgewichen. Oh nein, wieder Fisch, mittendrin. Statt nur dabei, sagte man ja so mal irgendwann. Sagte ja mal irgendein Wissenschaftler. Ich würde gerne mal einen E-Tank verwenden. Da hätte ich nichts dagegen. Ja. Aber das, ich glaube, das Geheimnis ist, man muss nur allzu lange, nicht allzu lange unten. Boah, Leute. Das Geheimnis ist, glaube ich, man sollte nicht allzu lange nach oben fahren. Wie gesagt, also, diese Stage, arg selten, dass ich die mal gespielt habe. Das ist ja super, ey. Huiya! Einige denken sich vielleicht, boah, ist das ein Vollhonk. Ja, sicher! Boah! Das wird wieder nichts. Das sehe ich jetzt schon. Nein! Nein! Ah, schön. Boah, Energie! Nein! Energie, nein! Sei vorbei! Nein! Boah, Leute! Leute! Ich hasse diesen Fisch! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ich hasse diese Fischis! Ja, irgendwann muss ich das Domain kriegen mit der tollen Stelle hier. Oh, Waveman, ey. Ich hasse die Stage. Ich hasse sie. Das ist jetzt meine absolute Hass-Stage. Oh, ein One-Up. Schön. Noch zwei davon. Und rüber. Jawohl. Aua. Genau drauf. Ah, schön. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Komm, aua. Nur die Fische, die kommen irgendwie mal. Ganz blöd. Egal. Schön ausgewichen. Uff, aua. Und wieder voll rein. Ausweichen, um reinzuspringen. Ihr kennt mich. Staatlich geprüft. So. Aua. Das Geheimnis ist diese Krake. Wenn man die gut hinkriegt, dann glaube ich, kann man da die Stage ohne, diesen Bereich ohne Probleme packen. So. Fisch. Habe ich gesehen. Nein! Aua, wieder voll rein. Oh, Energie. Energie ist wertvoll. Hiya! Nein, aua! Man sollte möglichst versuchen, die Gegner hier zu plätten, glaube ich. Eventuell geben die auch mal Power-Ups, die man gebrauchen kann. Hiya! Oh, Mann, ja, sicher. Das war die Stelle, wo ich gerade abgekackt bin. Boah, reicht das jetzt mal an Fischen? Nein! Ich muss das Ganze nochmal machen, um den Buchstaben zu holen. Das mache ich offscreen. Nee, das mache ich nicht onscreen. Definitiv nicht. Tut mir leid, Leute. Da sind meine Nerven nicht wieder. Aber ich habe wieder Leben. Boah, Leute. Es ist geschafft. Es ist geschafft. Dieser verdammte Bereich ist geschafft. Oh! Endlich. Ich kann gegen Waveman antreten. Das klappt vielleicht doch noch in einem Video. Aber ich muss mir das eh auf jeden Fall offscreen holen. Leute, tut mir leid. Das mache ich nicht onscreen. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Das sag ich euch. Hui! 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 Oh oh. E-Tank. Ich will hier nicht nochmal sterben. Leute, tut mir leid, das mache ich nicht. Und der Charge-Kick, ihr seht, der wirkt gut. Gegen unseren Heini. Und ich hätte E-Tank nicht gebraucht. Ja, egal. Waveman ist Geschichte. Wie viel Leben haben wir? Oh, 4 Leben. Gut. Yes! Waveman ist geschlagen. Halleluja. Boah, das wird so ein Epic Fail. Ich lache mich schon kaputt über die Kommentare. Ja, egal. Gut, gut, gut. Dum, dum. Dum, dum. Herrlich. Und was kriegen wir? Waterwave mit Pünktchen. Ja, irgendwie kriegen alle Waffen hier ein Pünktchen am Ende. Ja, egal. Pünktchen und Anton. Wir gehen in den Stage Select über. Ihr seht schon, ich wähle hier den Waveman, die Waveman Stage aus und die wird auch beim nächsten Mal zumindest nicht zu sehen sein. Ich versuche das eh zu bekommen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit Starman beschäftigen. Bis dahin spart der Raven halt immer mehr.